Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen an Ihren Endgeräten, von wo immer Sie uns auch zuschauen. Herzlich willkommen zu unserer prominent besetzten Gesprächsrunde rund um die Themen Dialekt und Heimat. Mein Name ist Reinhold Weber von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen, auch im Namen der Mitveranstalter, der eigentlichen Veranstalter des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen und des Fördervereins Schwäbischer Dialekt. Unser Gesprächsabend ist Teil einer fulminanten Veranstaltungsreihe des Ludwig-Uhland-Instituts zum 50. Geburtstag des Faches Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen. So viel Zeit muss sein. Schauen Sie auf der Homepage des Ludwig-Uhland-Instituts vorbei. Sie werden ein großes Bündel an Informationen, an Veranstaltungen und tollen Angeboten finden. Und Sie wissen dann vielleicht auch, wenn Sie es nicht eh schon wissen, warum so viele Studierende aus ganz Deutschland, ja aus der ganzen Welt nach Tübingen kommen, um dort empirische Kulturwissenschaft zu studieren. Ganz aktuell wurde heute Nachmittag auch im Museum der Universität Tübingen eine Ausstellung eröffnet zu eben diesem Thema 50 Jahre empirische Kulturwissenschaft. Begleitend dazu gibt es einen schön gestalteten und interessanten Katalog, das also auch ein heißer Tipp für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun aber rasch zur Sache. Dialekt und Heimat. Ich darf ganz kurz unsere Gäste auf dem virtuellen Podium begrüßen. Herzlich willkommen, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren heutigen Abend. Ein herzliches Willkommen auch an Hubert Wicker, ehemals Staatssekretär und an vielen höchst verantwortlichen Stellen im Land, in der Landesverwaltung tätig. Hier heute Abend aber vor allem in seiner Funktion als Ehrenvorsitzender des Fördervereins Schwäbischer Dialekt. Und ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch an die beiden Vertreter der Wissenschaft, an den Dialektforscher Professor Hubert Klausmann. Er ist Leiter der Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland am Ludwig-Uhland-Institut der Universität. Und last but not least, ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch an Professor Hermann Bausinger, den Namengeber des Studienfaches, der ziemlich exakt vor 50 Jahren dieses Fach gewissermaßen aus der Taufe gehoben hat. Und Sie alle wissen, er ist eine Institution im Land und es gibt kaum jemand, der das Land Baden-Württemberg und seine Kultur besser kennt als Sie, lieber Herr Bausinger. Ganz herzlich willkommen. Dialekt und Heimat, lassen Sie uns einsteigen ins Gespräch. Dialekt und Heimat, die beiden Begriffe haben einiges miteinander zu tun. Es gibt natürlich viele Querverbindungen, zu denen wir im Laufe des Gesprächs auch noch kommen werden. Aber irgendwie sind es halt doch auch zwei Paar Stiefel. Wir fangen an mit dem Themenbereich, mit dem Aspekt Dialekt. Herr Klausmann, vielleicht Sie als Dialektforscher zuerst. Sie haben den Sprachatlas Baden-Württemberg erarbeitet, zusammen mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Spielt denn der Dialekt heute überhaupt noch eine Rolle in unserer mobilen und auch diversen Gesellschaft? Sind die ehemaligen Mundartgrenzen, die einst stabil waren, sind die überhaupt noch wahrzunehmen? Ja, vielen Dank. In der Tat, diese Frage wird uns oft gestellt, gibt es überhaupt noch Mundarten? Und wir haben vor einigen Jahren am Ludwig-Uhland-Institut eine Umfrage gestartet, einmal mit Ortsvorsteherinnen, Ortsvorstehern im ganzen Land. Und herauskam, dass der Dialekt im ländlichen Raum noch eine ganz große Rolle spielt, vor allen Dingen im familiären Bereich, im privaten Bereich, mit Freunden, mit Personen, die man kennt. Also hier im ländlichen Bereich, auf jeden Fall im ganzen Land, spielt der Dialekt nach wie vor noch, ich betone, noch eine große Rolle. Das Zweite, man muss natürlich sagen, dass die Dialekte nicht mehr homogen im ganzen Land gleichmäßig verteilt sind, sondern dass es eben auch Lücken gibt, Ortschaften, in denen kaum noch Dialekt gesprochen wird. Ein Ort, der halt früher mal 500 Einwohner hatte und jetzt 5000, da ist mit dem Ortsdialekt nicht mehr so viel los. Und die zweite Frage, die Sie hatten, diese Mundartgrenzen. Nun, da ist es so, dass diese Mundartgrenzen teilweise auch noch existieren. Und da hatten wir auch eine schöne Dissertation in der empirischen Kulturwissenschaft, die nachgewiesen hat,
dass an den großen Dialektgrenzen, also etwa an dieser berühmten schwäbisch-fränkischen Dialektgrenze zwischen Ellwangen und Crailsheim, eine große Stabilität auch in der jetzigen Jugend noch vorhanden ist. Und das hängt mit einem Begriff zusammen, der auch sicherlich mit dem Thema Heimat zu tun hat, nämlich Ortsloyalität. Also die Leute auf beiden Seiten der Dialektgrenze sind loyal zu ihrem Ort, zu ihrer Heimat. Und das, glaube ich, ist hier sehr wichtig. Dort, wo diese Ortsloyalität war, dort ist der Dialekt stabiler, egal ob jetzt die Leute mobil sind oder nicht, ob sie tagsüber anderswo arbeiten oder nicht. Die Ortsloyalität war entscheidend. Das zeigte diese Dissertation bei uns am Ludwig-Uhland-Institut. Ja, das ist ein hochinteressanter Begriff der Ortsloyalität, auf den werden wir bestimmt noch zurückkommen. Aber vielleicht nochmal zur Funktion des Dialekts, Herr Bausinger. Für viele ist Dialekt, und Herr Klausmann hat es gerade ja auch angesprochen, für viele ist Dialekt Heimatsprache. Aber welche Funktion hat er eigentlich, dieser Dialekt? Schafft er Zusammengehörigkeit? Schafft er auch Abgrenzung oder sogar Ausgrenzung? Lässt sich das umreißen, Herr Bausinger? Also der Dialekt war ein für alle verfügbares, handhabbares Mittel, die Gemeinsamkeit auszudrücken. Es gab ja keine gemeinsame Kleidung, kein gemeinsames keine gemeinsamen Hausformen. Das hat sich längst verloren, aber den Dialekt gab es noch und die Leute haben ihre Loyalität durch diesen Dialekt bekundet. Und man darf nicht vergessen, also wie eng damals die Verhältnisse waren in den einzelnen Dörfern, zum Teil auch noch in den Städten, wenn gegenüber anderen Orten der Dialekt in Stellung gebracht wurde, dann hing das unter anderem damit zusammen, dass man sich von den gut lesbaren Büchern geschrieben über Ortsneckereien, aber diese Ortsneckereien, die waren zum Teil gar nicht so neckisch, sondern die waren zum Teil in blutigen Kämpfen unter den Jugendlichen. Also man hat sich für den eigenen Ort eingesetzt und hat sich gegen den fremden Ort gewandt. Das alles setzt natürlich voraus, dass es im Ort selber einigermaßen einheitlich war und dass diese Einheitlichkeit unter anderem oder vor allem durch die Sprache großes Schweigen. Ja. Ja, vielen Dank. Wir hatten ein ganz leichtes Verständigungsproblem, aber ich glaube, das Wesentliche ist rübergekommen. Das ist ja tatsächlich interessant, dass diese Ortsneckereien, soweit ich das zumindest beurteilen kann, auch dann tatsächlich immer im Dialekt sind. Ne? Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den Sie da ansprechen. Aber ich würde ganz gern Herrn Wicker gleich noch mit reinholen. Sie sind Mitbegründer und Ehrenvorsitzender des Fördervereins Schwäbischer Dialekt. Und Herr Klausmann hat vorher auch ganz bewusst das Wort noch benutzt. Noch ist der Dialekt aktiv, noch sind die Mundartgrenzen nachweisbar. Was leistet ein Verein wie der Ihrige? Ist es nur eine rein defensive Aufgabe des Bewahrens oder welche Aufgaben haben Sie sich als Verein, als Förderverein Schwäbischer Dialekt gesetzt? Also klar, es ist keine Frage, der Dialekt geht zurück, aus meiner Sicht bedauerlicherweise. Und deswegen haben wir vor über 20 Jahren diesen Verein gegründet, der eben versucht, dem entgegenzuwirken, indem wir sagen, zumindest in der Alltagssprache sollen diejenigen, wenn zwei Schwaben sich untereinander unterhalten, dann sollen sie miteinander Schwäbisch sprechen. Und natürlich zwei Badener, die sollen Alemannisch sprechen und zwei Bayern Bayern. Also unsere Initiative richtet sich gegen keinen anderen Dialekt, sondern für die Erhaltung des unsrigen. Und deswegen haben wir dann auch begonnen, Veranstaltungen zu machen, wo prominente Schwaben, zum Beispiel der Herr Ministerpräsident, aber auch der ehemalige Außenminister Kinkel, der ehemalige OB von Stuttgart Rommel, wo die sozusagen, wo man dadurch beweist, man kann in hohe und höchste Positionen kommen, ohne seinen Dialekt zu verleugnen. Um so eben dafür zu sorgen und versuchen, dass es auch künftig noch Dialekt geben wird, damit auch die jungen Leute es nicht als altmodisch oder uncool empfinden, überhaupt Dialekt zu sprechen.
Ja, Herr Ministerpräsident Kretschmann, Sie verleugnen Ihren Dialekt auch nicht. Aber Sie haben als Kind ganz eigene Erfahrungen mit dem Schwäbischen gemacht. Sie sind als Kind ostpreußischer Geflüchteter nach Baden-Württemberg oder damals nach Württemberg gekommen und wurden dort mit dem lokalen Dialekt gewissermaßen konfrontiert. Aber Sie haben ihn gelernt. Es ist ja auch interessant, dass man einen Dialekt von Kind auf so perfekt lernen kann. Aber war das Druck von außen damals, der auf Sie ausgeübt wurde, oder war es eher freiwillige Anpassung? Das ist ganz natürlich erfolgt. Also gab es weder Druck noch irgendeine besondere Anstrengung oder irgendwas. Als Kind erlernt man so eine Sprache oder diese Zweisprachigkeit. Wir haben ja zu Hause kein Dialekt gesprochen, sondern Standarddeutsch. Na gut, meine Mutter, da waren so ein paar ostpreußische Einsprengsel. Die Stadt Nichts hat sie Nuscht gesagt, ja. Aber das waren ganz wenige Sachen. Und natürlich als Kind auf dem Dorf, früher, da waren wir ja unentwegt draußen auf der Gass. Es hat sich vollkommen natürlich ergeben, ja. Und weder habe ich das besonders wahrgenommen, noch mich da irgendwie besonders anstrengen müssen oder irgendwas. Es war einfach ein ganz natürlicher Fluss. Und zu Hause habe ich sofort umgeschwenkt und Standarddeutsch geredet. Ich war das erste Kind, das Schwäbisch geschwätzt hat. Allerdings nicht zu Hause. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Frau Arras, Sie haben eine ähnlich interessante Geschichte oder auch eine interessante Geschichte. Sie sind als Kind kurdischer Arbeitsmigranten, wenn ich es recht weiß, Ende der 70er Jahre nach Deutschland, nach Baden-Württemberg gekommen, zunächst ohne Deutsch sprechen zu können. Das heißt, sie mussten Deutsch lernen in ihrer neuen Umgebung. Und dann gab es da noch so eine komische zweite Sprache, das Schwäbische. Welche Erfahrungen haben Sie damals gemacht als Kind gewissermaßen mit, naja, wenn man so will, zwei neuen Sprachen konfrontiert zu werden? Also bei mir war das auch so, dass es eigentlich spielerisch gelaufen ist. Also in Silmingen, bin in Silmingen angekommen. Dort wurde schon, würde ich heute sagen, breites Schwäbisch gesprochen. Damals hatte ich natürlich keine Ahnung, dass es Schwäbisch ist, sondern ich dachte, das ist Standarddeutsch. Und ehrlich gesagt ist mir das erst aufgefallen, als ich dann in der weiterführenden Schule in Nürtingen ein Lehrer das als Manko, also vor der gesammelten Klasse sagte, naja, ihr bildet euch ein, ihr könnt Deutsch, dabei ist es Schwäbisch, ihr könnt noch nicht mal Deutsch. Da dachte ich, ja, okay, dann waren die ganzen Jahre, ich war ja erstmal stolz, so schnell Deutsch gelernt zu haben, dann auf die Realschule zu gehen und so weiter. Und dann wird man nach 5, 6 Jahren, wird einem gesagt, das ist doch gar kein Deutsch, was du da sprichst, das ist Schwäbisch, also von dem her habe ich nach Jahren gemerkt, Dialekt kann auch ausgrenzend wirken. Ja, aber Integration eben doch auch über Sprache, aber eben auch diese ausgrenzende Funktion, zu der kommen wir später bestimmt auch nochmal. Aber Frau Arras, wenn ich nochmal nachfragen darf, Dialekte transportieren ja auch Emotionen. Es gibt in den ganz unterschiedlichen Dialekten Wörter, die man eigentlich nur verstehen kann oder auch den emotionalen Gehalt des Wortes nur verstehen kann, wenn man den Dialekt beherrscht. Geht es Ihnen genauso? Gibt es Wörter, wo Sie sagen, ja, die berühren mich wirklich auch auf Schwäbisch? Dialekt ist auf jeden Fall, finde ich schon, hat sehr viel mit Emotionen, mit Zugehörigkeit zu tun. Und deshalb fand ich das interessant, die Studie von Herrn Professor Klausmann. Sie haben ja gesagt, man ist dann oder man spricht den Dialekt, wenn man zusammen ist mit Freunden in der Familie und so weiter. Also dieses, man ist unter sich, man ist heimisch. Deshalb finde ich Heimat und Dialekt passt sehr gut zusammen. Mir fällt jetzt, ich sage ehrlich, kein Wort ein, was mich jetzt, sag mal, in dem Sinne berührt. Aber natürlich ist ja so, dass man im Dialekt, und das finde ich das Spannende, dass man eigentlich im Dialekt sehr charmant und freundlich Schimpfwörter sagen kann, die man nie im Standarddeutsch sagen würde. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jemanden Halbdackel nenne, das ist ja schon echt ein richtiges Schimpfwort oder Segel oder so. Das wird man im Standarddeutsch
eigentlich nicht sagen. Und man kann dem gar nicht böse sein, weil es irgendwie doch charmant und nett klingt. Das ist eher, zeigt auch, das hat schon auch was mit Emotionen, ist, ja, mit Regionen, mit Identifikation auch zu tun. Ja, absolut. Und Sie haben es erwähnt, schimpfen lässt sich im Dialekt ganz toll und sehr subtil auch. Dasselbe gilt für das Fluchen, Herr Wicker. Wie fluchen Sie eigentlich, wenn Sie sich mal richtig aufregen? Ich fluche natürlich nie, aber wenn ich es täte, natürlich in Schwäbisch. Und dann aber richtig derb, oder? Dann schon ziemlich derb, ja. Herr Klausmann, noch eine Frage an Sie als Dialektforscher. Woher kommt es eigentlich, dieses Klischee, dass Dialektsprecher oder Dialektsprecherinnen eigentlich oftmals dieses Bild haben, sie seien weniger gebildet oder sie seien einfachere Geister? Mit dem Bild werden wir ja oft konfrontiert, wenn wir uns nördlich der Mainlinie oder in anderen Ländern auch befinden. Womit hat es zu tun? Spielen die Medien dabei eine wichtige Rolle, die alles einzuebnen scheinen, oder gibt es auch andere Gründe? Also ich möchte gleich darauf antworten, aber noch zwei Anmerkungen zu meinen Vorrednern. Herr Wicker zum Beispiel, der Förderverein Schwäbischer Dialekt, der ist ja nicht nur ein Verein, der nun viele Veranstaltungen macht, sondern der uns auch an der Universität sehr unterstützt. Und unsere Untersuchungen, von denen ich jetzt vielleicht heute Abend immer wieder mal was kurz erwähnen werde, die wären auch gar nicht möglich ohne diesen Förderverein, der also weit über das Schwäbische hinaus unsere Untersuchungen auch im Fränkischen jederzeit unterstützt, ist sehr wichtig. Das Zweite, was Herr Ministerpräsident Kretschmann gesagt hat, auch was Frau Landtagspräsidentin gesagt hat, der Dialekt, das lernt man natürlich. Den Dialekt kann man nicht einfach so übernehmen, weil man ja dann sonst falsche Analogien macht. Also wenn man vom Hochdeutschen kommt und man glaubt, man kann Dialekt nachmachen, dann hat man irgendwann mal eben einen großen Fehler gemacht. Weil also wenn man Breut sagt, dann sagt man auch zur Zeit Zeut, dann irrt er. Denn es ist eben nicht das Hochdeutsche als Ausgangspunkt, sondern das Mittelhochdeutsche. Die Sache ist ziemlich kompliziert, aber als natürliches Lernen ist der Dialekt wie jede fremde Sprache auch erlernbar. Also wenn jemand 5, 6 Jahre in einem Ausland lebt und dort die Sprache spricht, dann wird er bald auch diese können. Ihre Frage nun mit dem Prestige, das ist eine sehr schwierige Sache. Auf jeden Fall ist es so, dass man sagen kann, dieses Klischee oder wie wir auch sagen, diese sprachliche Ideologie, die ist 200 Jahre alt. Und die hat damals angefangen, als man im Norden die Dialekte abgewertet hat. Und es ist auch so, dass im Norden die Dialekte sehr weit entfernt sind von der Hochsprache, von der Schriftsprache. Die niederdeutschen Dialekte sind eigentlich eine andere Sprache, das ist wie Dänisch oder Holländisch. Und daher war man der Ansicht, dass wenn man jetzt auf die Schriftsprache wechselt, dass man keine Verwechslungen machen kann, dass ja eine fremde Sprache ist, während wir im Süden ja sehr nah an dieser Schriftsprache dran sind. Und daher war man im Norden sehr schnell der Ansicht, man spricht dort das beste Hochdeutsch, obwohl es nicht gestimmt hat. Und es stimmt auch heute noch nicht. Aber man hat das in die Welt gesetzt und hat es wiederholt. Und wenn Klischees mal so alt sind, dann sind sie unglaublich schwer, wieder aus dem Kopf herauszubekommen. Und dann hat man uns dann dieses Klischee weiterverbreitet. Man hat auch in den 60er, 70er Jahren diese Idee gehabt, den Leuten den Dialekt auszutreiben, damit sie gescheit werden und damit sie Karriere machen können. Da sind wir wieder bei Landtagspräsidentin Achatz. Ich war selber in der Schule in der Zeit. Wir mussten lernen, ich spreche richtig, weil wir im Dialekt gesprochen haben, ich spreche richtig. Und wir mussten immer wieder diesen Satz wiederholen, der Lehrer glaubte, uns was Gutes zu tun. Und dieses negative Bild, das ist bis heute geblieben. Und es prägt sich sehr, sehr stark in die Köpfe. Und viele Eltern sind der Ansicht, dass man am besten den Kindern nicht mehr den Dialekt weitergibt, weil man dann eben in der Schule so negative Erfahrungen macht, wie Sie es gemacht haben, Frau Arras. Und das möchten die Eltern vermeiden. Man muss also, um kurz zum Schluss zu kommen, eine Aufklärungskampagne machen. Und da ist ja der Förderverein eben auch sehr hilfreich, indem wir Vorträge machen können. Aufklärung, die Öffentlichkeit aufklären, dass das alles nicht stimmt, was da in den Köpfen herrscht. Und die Medien, das zum Schluss noch, Herr Weber, die Medien, was Sie angesprochen haben, spielen natürlich auch eine Rolle. Sie pflegen dieses norddeutsche Hochdeutsch, in dem im Radio eben auch vom Tag gesprochen wird, vom Rad. Der SWR kündigt eine Sendung an von den Treckern statt von Traktoren oder so weiter. Also da könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Beispielen bringen. Die Medien setzen auch auf dieses norddeutsche Image und das führt dazu, dass wir im Süden denken, naja,
dann ist es wohl falsch, was wir sprechen. Und auch da hatten wir Untersuchungen gemacht, Leuten Möglichkeiten angeboten, zwei Wörter zu wählen, nehmen an Flur oder Gang. Und die Untersuchung, die wir im Ludwig-Uhland-Institut gemacht haben vor 2 Jahren, war dann eindeutig, die Leute haben sich immer für die norddeutsche Variante entschieden als die richtige und ihre eigene, also in dem Fall Gang, für die falsche. Sie sehen also, das ist in den Köpfen und setzt sich dann im Sprachalltag durch. Herr Klausmann hat das Wort der Aufklärungskampagne benutzt. Herr Kretschmann, Sie haben schon vor geraumer Zeit eine Dialektinitiative gestartet, die aus ganz unterschiedlichen Komponenten besteht, auch recht breit angelegt ist. Unter anderem soll der Dialekt an die Schulen zurück. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das System Schule nicht sowieso schon überfordert mit all dem, was es leisten soll? Und jetzt soll auch der Dialekt unterrichtet werden, vielleicht sogar in Klassen, in denen 40, 60, 70% der Kinder aus ganz anderen Regionen der Welt kommen? Erst geht es mal darum, dass der Dialekt an Schulen nicht diskriminiert wird. Ja, und dass Kinder, die Dialekt sprechen oder eine Dialektfärbung sprechen, dass die nicht zurechtgewiesen werden. Das ist mal das Allererste. Ich meine, dass man jetzt Dialekt unterrichtet, so weit sind wir noch lange nicht. Ja. Und ob das sinnvoll ist, muss man nochmal besprechen. Darum geht es erstmal, dass man dort auch machen kann, ohne dass man gemaßregelt wird, aber auch nicht, dass man den Kindern deutlich macht, ja, das ist ein Hemmnis für euer Fortkommen. Bei einem meiner Kinder wurde das noch im Zeugnis vermerkt, dass er Dialekt spricht. Das war aber negativ konnotiert. Wir als Eltern sollten darauf hingewiesen werden, dass das eigentlich nicht richtig ist. Also darum geht es erstmal in einem ersten Schritt und in einem zweiten, dass man selber auch als Lehrer durchaus, jedenfalls kein norddeutsches Hochdeutsch sprechen muss. Ich meine, es gibt ja Sprecher im Südwestrundfunk, die sagen Baden-Württemberg und dann denken sie, das sei jetzt Hochdeutsch. Ja? Also das muss man sich echt mal vorstellen, so krasse Dinge sind es. Also darum geht es in erster Linie. Wie weit man den Dialekt fördert, so weit sind wir in unserer Initiative noch nicht wirklich gekommen. Wir waren erst eine Stufe drunter, dass man ihn weder direkt noch indirekt diskriminiert. Und das, was der Professor Klausmann immer sagt, dass man erstmal die süddeutsche Variante des Standarddeutschen als gleichwertig ansieht und nicht denkt, es sei was Minderwertig. Ich meine, warum sagen wir Jungs statt Buben? Ich meine, Buben, das ist Englisch Boy oder Lateinisch Pur. Das ist also jetzt nichts Abseitiges gegenüber Jungs. Aber ich meine, das kriegt man natürlich nicht mehr weg. Ja, das ist klar, das ist jetzt so eingetieft, das kriegt man nicht mehr weg. Also ich finde, das ist mal der erste wichtige Schritt, dass die Lehrer, dass man sie auch eigentlich darauf hinweist, dass im süddeutschen Raum vielleicht sich eines Standarddeutsches bemühen, es sei denn, sie kommen aus Norddeutschland, dann sollen sie so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber wenn sie von hier sind, dass sie wenigstens die Standardsprache in der süddeutschen Form reden und nicht denken, das sei schon, wie der Herr Klausmann gesagt hat, schon halb falsch, wenn man Gang statt Flur sagt. Kann das denn sein, Herr Ministerpräsident, dass das Land Baden-Württemberg oder dass wir im öffentlichen Erscheinungsbild weniger für den Dialekt tun als jetzt zum Beispiel andere Bundesländer? Also wenn wir nach Bayern schauen, da wird selbstbewusster, ist mein Eindruck, selbstbewusster mit dem Dialekt umgegangen. Oder wenn wir nach Schleswig-Holstein schauen, war ich kürzlich im Urlaub und habe festgestellt, ganz viele Ortsschilder, Wegweiser und so weiter sind zweisprachig.
beschriftet, in Standarddeutsch und in dem Fall in Plattdeutsch. Müssten wir vielleicht in Baden-Württemberg auch in der öffentlichen Erscheinung mehr für den Dialekt tun? Es ist natürlich schwer, von oben zu verordnen. Sagen wir so, die Bayern sind in der Tat ein Stück weiter. Ja? Nicht, also da gibt's, da werben schon bei den Kindergärten, hier wird bayerisch gesprochen. Ja? Nicht, also sie sind da ein Stück weiter in bestimmten Bereichen. Aber natürlich muss sehen, das Bayerische ist natürlich auch ein bisschen sozusagen, da denkt man eher an autochtones Heimatgefühl, das ist da positiver besetzt, irgendwie wie bei uns. Und dadurch wandern zum Beispiel auch Bajuwarismen bei uns ein. Wie man sagt, jetzt schon bei uns auch Radl. Ja? Das ist einfach bayerisch. Ja? Oder die Gartenwirtschaft wird durch den Biergarten ersetzt. Ja, völlig unsinnig. Ja? Wir sind ja schließlich ein Weinland. Bei uns wird ja nicht nur Bier gesoffen wie bei den Bayern. Wir trinken auch Weine, und zwar gute und vielfältige. Also würde die Gartenwirtschaft viel besser passen zu uns. Also das ist, da schauen wir manchmal schon mit einem gewissen Neid drauf. Aber jedenfalls, sagen wir, meine Vorgänger haben, jedenfalls Teufel, Spät, die haben sehr geschwäbelt, auch der Oettinger sowieso. Der Mapus kam ja aus dem sprachlichen Grenzbereich. Also wir machen das schon noch nicht, und es ist jedenfalls nicht so, dass bei uns das Schwäbisch als sozusagen die Sprache, was weiß ich, der niederen Stände angeschaut sind. Haben wir, glaube ich, jedenfalls bei uns in der Ausmaß nicht, aber in den Schulen ist da schon viel Unheil angerichtet worden. Ja, Frau Landtagspräsidentin, Frau Arras, was könnte man denn aus Ihrer Sicht dafür tun, dass Dialektsprecherinnen und Sprecher nicht herabgewürdigt ist zu viel gesagt, aber eben als weniger gebildet angesehen werden? Ich glaube, Herr Ministerpräsident, aber auch Herr Professor Klausmann und auch Herr Wicke haben ja schon Ausführungen dazu gemacht. Entscheidend ist doch, dass wir diese Vielfalt der Sprachen einfach wertschätzen. Wir haben ja so ein bisschen die Vorstellung, wenn man an Sprache denkt, dass es immer nur eine einzige vielleicht ist in unseren Köpfen. Und das ist es ja nicht. Ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir, natürlich haben wir eine Standardsprache, die geschrieben wird und in den Schulen gelehrt wird, aber diese Offenheit und die Wertschätzung, und das würde den Kindern schon auch, bin ich mir ganz sicher, Selbstvertrauen geben. Man könnte durchaus hinstehen und sagen, ja, es ist ein Plus, wenn ich zu dem Standarddeutsch noch einen Dialekt spreche, egal welchen. Und darum muss es gehen, also Offenheit für Vielfalt in der Sprache, darum geht es letztendlich, und das zu unterstützen und nicht wie in meinem Fall zu sagen, du kannst doch gar kein Deutsch, was willst du eigentlich machen oder so. Das ist ja das negative Beispiel, und ich glaube, da wäre schon viel gewonnen, wenn die Schulen, Vereine, Kitas, also schon mal mit einem positiven Beispiel vorangehen würden, Dialekt als Kultur, Dialekt als Eigenheit einer bestimmten Region, was das zu uns gehört, das uns auch ausmacht, dann ist es doch schon eine positive Geschichte. Und wenn ich eine positive Haltung zu einer Sprache, zu einem Kulturgut habe, dann gehe ich auch ganz anders damit um. Und dann muss ich mich auch dafür nicht schämen oder mich irgendwie verstecken müssen, weil ich einen Dialekt spreche. Da ist, glaube ich, noch Luft nach oben drin. Ich meine, die Bayern sagen doch nichts umsonst, mir sind mir. Ich glaube, also ich bin nicht in vielen Punkten, eigentlich in kaum einem Punkt neidisch auf die Bayern, aber was den Dialekt angeht und was dieses, das ist ja schon fast zu viel, was an Selbstbewusstsein der Bayern, das ist ja auch nicht immer von Vorteil, da ist mir die Bescheidenheit bei uns zwar lieber, aber im Bereich Dialekt können wir schon durchaus von Bayern lernen, finde ich.
Ja, vielen Dank, Herr Bausinger. Dialektpflege ist wichtig, haben wir jetzt gehört. Und das sind ja auch wichtige Argumente, die angeführt werden. Aber kann diese Dialektpflege nicht auch Probleme mit sich bringen? Also sie löst nicht nur Probleme, sondern sie löst auch Probleme aus zum Teil. Dialektpflege, das ist ein sehr weiter Begriff. Also ich denke, da gehört sicher dazu, dass führende Politiker ihren eigenen Dialekt nicht verstecken. Und ich möchte sogar behaupten, dass seit Kretschmann am Ruder ist in Baden-Württemberg, der Dialekt nach außen hin gewonnen hat. Es war am Anfang so, ich darf das sagen, Herr Ministerpräsident Kretschmann, am Anfang hat man ein bisschen mitleidig drauf geguckt. Ja, da kommt einer, der also nicht mal reines Hochdeutsch spricht. Inzwischen ist es, glaube ich, anders. Inzwischen ist es so, dass die Leute uns außerhalb von Baden-Württemberg beneiden um diesen Ministerpräsidenten und zwar auch um seine ganze Selbstdarstellung und die Darstellung für das Land. Also das scheint mir sehr wichtig zu sein, vor allen Dingen auch deshalb, weil rüberkommt, dass das eine echte Sprache ist. Das kann auch schief gehen. Also es gibt ja Beispiele dafür, dass bei OB-Wahlen im Land von einzelnen Kandidaten versucht wurde, im Dialekt sich vorzustellen, dass die aber den Dialekt nicht beherrscht haben. Und das ist ihnen nicht gut bekommen. Also die haben dadurch sicherlich eine ganze Reihe von Prozenten verloren. Aber jetzt zurück zu dem Stichwort Dialektpflege. Ich denke, auf der einen Seite muss man sehen, der Dialekt ist ein Kulturgut, das aus der Vergangenheit traditionell überliefert ist. Und es spricht alles dafür zu tun, dass dieser Dialekt in bestimmten Bereichen erhalten wird oder dass man ihn nicht gänzlich vergisst. Dazu gehört also etwa die wissenschaftliche Archivierung, die Weiterführung der wissenschaftlichen Forschung. Aber es gehört sicherlich auch dazu, dass Versuche gemacht werden, den Dialekt im Alltag wieder ein bisschen aufzuforschen. Diese Versuche werden gemacht. Und das Dritte ist, dass es ja ausgesprochene, ich möchte sagen, Dialektprofis gibt. Dazu gehört Dodokai, der das sehr souverän macht. Dazu gehören aber auch eine ganze Reihe von Leuten, die meinen, es sei wunderbar, wenn sie irgendetwas in Dialekt übersetzen. Denn zum Teil sind es nur Übersetzungen. Ich darf vielleicht ein Beispiel bringen. Ich habe neulich im Südwestfunk ein Gespräch angeschaut mit einem Dialektfreund. Kein Dialektforscher, aber ein Dialektfreund. Und er hat dann betont, ja, also man könne im Schwäbischen doch nicht sagen, ich liebe dich. Da hat er recht. Es gibt sogar ein kleines Gedicht von Ludwig Uhland. Ich liebe sie und sie liebt mich. Doch keines sagt, ich liebe dich. Das ist in der Tat so. Und dann wurde der Betreffende weitergefragt, ja, aber wenn Sie nun Ihre Liebe erklären wollen, was würden Sie denn da sagen? Dann hat er sich überlegt und dann sagte er, ja, ich würde vielleicht sagen, du bist die Sauce über meine Spätzle. Ich muss gestehen, in dem Moment war ich bereit, auszuwandern nach Hannover oder irgendwo hin. Also das sind so kindische Meinungen. Der Dialekt soll dort angewandt werden, wo er am Platze ist, aber nicht dort, wo er also keine Worte findet und wo dann also künstlich irgendwo eine Maultasche herangezogen wird. Ja, vielen Dank, Herr Bausinger, für diese wunderbare Anekdote. Sie haben gerade schon die zwei Stichworte genannt, Forschung und Wissenschaft. Vielleicht zum Abschluss des Themenbereichs Dialekt, Herr Klausmann. Wo gibt es denn noch was zu tun in Sachen Dialektforschung? Wo sehen Sie die Zukunft Ihres Instituts unter anderem? Ja, also Herr Bausinger hat schon einiges angetippt und da kann ich gerade fortsetzen. Also wir
haben am Ludwig-Uhland-Institut nach wie vor Arbeit. Wir haben jetzt den Sprachatlas abgeschlossen, ein großes Projekt, das wir mit dem Wissenschaftsministerium, der Universität und auch wieder dem Förderverein durchgeführt haben. Und jetzt kennen wir die ganzen Ortsdialekte in Baden-Württemberg. Das war wichtig. Also die hatten wir vorher gar nicht gekannt. Den ganzen Norden, der war unbekannt, 40 Jahre lang. Bin ich sehr froh, dass wir diese Lücke schließen konnten. Und wenn wir jetzt die Ortsdialekte haben, die alten Ortsdialekte, dann können wir jetzt rangehen, um diese Wirklichkeit zwischen all den alten Ortsdialekten und der Standardsprache zu untersuchen. Denn da liegt in Baden-Württemberg der Sprachalltag. Also wir haben in Baden-Württemberg eine unglaubliche Möglichkeit, zwischen dem alten Ortsdialekt und dem Standard zu variieren. Es gibt 3, 4, 5 Stufen teilweise, wo wir einfach je nach Situation, Thema und Gesprächspartnerin, Gesprächspartner, die Lautungen, den Wortschatz, die Grammatik ändern. Statt ich hau, sage ich han, statt ich han, ich han, statt ich han, ich hab und so weiter. Also da gibt es viel und das ist noch gar nie erforscht worden. Das wäre also wirklich eine sehr lohnende Aufgabe, ebenso diesen regionalen Standard mal zu festigen, dass man sagt, hier haben wir regionalen Standard. Und der gilt bei uns, der ist bei uns angesagt und er ist auch nicht sozial markiert, hat ja auch eben, wurde auch vorhin schon gesagt. Dann das Zweite ist, wir hatten auch das jetzt schon mehrfach angetippt, eine wichtige Aufgabe für uns in der Wissenschaft ist eben auch die Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen. Da sehen wir uns wirklich in der Verantwortung und dazu gehört, dass man eben sein Wissen weitergibt, dass man es publiziert, dass man Vorträge hält, dass man, so wie auch heute jetzt hier in dieser Runde, dass ich eben versuche aufzuklären. Und das wäre für mich der größte Wunsch eigentlich, dass wir irgendwie in die Lehrerausbildung kommen. In die Universität können wir kaum eingehen, in die Seminare. Aber das Land hat eben den Schlüssel für die Lehrerausbildung. Und da reichen 1, 2 Stunden, um diese sprachlichen Ideologien aus dem Kopf zu kriegen. Argumente haben wir genug, um diese alle platzen zu lassen. Aber das ist sehr wichtig deswegen, weil diese sprachlichen Ideologien setzen die Norm fürs ganze Leben. Bei den Leuten. Also wer mit dem Gefühl aufwächst, in Hannover spricht man das beste Deutsch, obwohl es falsch ist. Ne? Wenn also Frau von der Leyen vom Tach spricht und vom Krieg, dann ist das eben norddeutscher Standard, das ist ja in Ordnung, aber es ist kein neutraler Standard. Und dass man darüber aufklärt, das wäre sehr wichtig und das würde dem Dialektsprechenden, die es noch können, sehr helfen und würde man auch wegkommen von diesem Vorurteil, von dieser Diskriminierung. Und ich sehe vor allen Dingen den Dialekt eben auch in, da glaube ich, komme ich mit Frau Landtagspräsidentin Arras sehr nahe, dass wir das sehen als Mehrsprachigkeit, prinzipielle Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit ist nicht negativ, sie ist positiv. Es gibt die innere Mehrsprachigkeit, also Dialektstandard, und die äußere Mehrsprachigkeit, mehrere Sprachen. Auch das ist viel zu negativ gesehen im Schulalltag. Ja, man muss ja auch loben, wenn jemand eine andere Sprache noch kann, und zwar nicht Englisch oder Französisch, sondern eine andere Sprache. Ja, also ich glaube, wenn man das aufhängt, das ganze Thema, aufhängt an diesem Thema Mehrsprachigkeit, innere und äußere, da kann kaum jemand was dagegen sagen. Also da kann niemand in der Schule sagen, das machen wir nicht. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, da gibt es noch einiges zu tun für Sie. Das freut mich und wir sind da sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird. Lassen Sie aber zu dem Wort oder zu dem Themenbereich Heimat kommen. Heimat ist ja ein ganz besonderes Wort, ein sehr emotionales Wort, ein Zauberwort wurde es oft auch genannt. Und es hat immer wieder auch in der Geschichte der empirischen Kulturwissenschaft in diesen 50 Jahren an Ihrem Institut, Herr Bausinger, eine große Rolle gespielt. Aber wie nähert man sich denn als Wissenschaftler einem so emotionalen Wort wie Heimat? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann natürlich Leute befragen und kann sie direkt fragen, ja, was halten Sie von Ihrer Heimat oder sind Sie heimatverbunden? Das ist aber ein bisschen problematisch, denn damit setze ich voraus, dass es so etwas wie einen strengen Begriff, einen definierbaren Begriff Heimat gibt. Den gibt es aber nicht, sondern verschiedene Zeiten, verschiedene Personen, verschiedene Regionen verstehen Verschiedenes unter dem Begriff Heimat. Und ich muss eigentlich heranführen an dieses Heimatproblem, indem ich zunächst einmal frage, ja, was gehört da dazu? Und
dann bin ich zunächst bei der Geschichte, bei historischen Ansätzen, die sehr wichtig sind, denn die Heimatvorstellung hat sich im Laufe der Zeit sehr drastisch geändert. Zunächst einmal war das ein relativ nüchterner Begriff, der sich bezog auf das Gemeinwesen und auch auf das Haus und den Hof, in dem man gelebt hat. Das war die Heimat. Das war natürlich auch schon emotional unterlegt. Das lässt sich dadurch zeigen, dass das Heimweh eigentlich ein älterer Begriff ist als Heimat und dass das Heimweh eine große Rolle gespielt hat und heute noch spielt. Aber dann später, im Verlauf des 19. Jahrhunderts, ist Heimat so etwas wie eine Beruhigungspille geworden für die Leute, die den Fortschritt nicht ohne weiteres mitmachen wollten, die also gesehen haben, dass die Industrialisierung eben auch negative Effekte hat und man ist praktisch mit dem Begriff Heimat ausgewichen auf die Natur. Das bekannteste Lied im 19. Jahrhundert in unserer Gegend war, das bekannteste, im schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimathaus. Damit ist nicht gemeint, dass das Haus im schönsten Wiesengrunde steht, sondern dass die Natur selber gewissermaßen dieses Haus bildet, das man als Heimat betrachtet. Also man ist eigentlich aus der Realität, aus der alltäglichen Realität, eher geflohen in die Heimat und hat im Grunde genommen nur noch die Natur als heimatlich bezeichnet. Und später hat man sich zurückgezogen auf einzelne Symbole der Heimat. Das war das Fachwerkhaus, aber nicht die anderen Siedlungshäuser, die gebaut wurden. Heimat waren die landwirtschaftlichen Geräte, die man zum Teil in der Stadt an die Garagentür gehängt hat und so weiter. Also ein Rückzug auf bloße Symbole. Dagegen haben sich aber zum Teil dann die richtigen Heimatpfleger gewandt. Also es gibt ja den Schwäbischen Heimatbund und in den ersten Statuten des Schwäbischen Heimatbundes steht, es gehe um die Bändigung des Kapitalismus. Und das ist eigentlich eine sehr gewagte und auch sehr kluge Äußerung. Der Kapitalismus und der wirtschaftliche Ausbau, der wirtschaftliche Fortschritt ließ sich nicht ohne weiteres stoppen. Aber man hat versucht, die negativen Folgen dieser Allmachtwirtschaft etwas einzudämmen und zu bremsen. Allerdings ist man dann mit dem Bremsen zu weit gegangen und hat sich schon eigentlich damit zufrieden gegeben, dass man eben an den Tankstellen nicht mehr irgendwelche Blechplakate hatte, sondern dass auf Holzplakaten stand, schöne Heimat oder irgendwas ähnliches. Ja, das sind sehr präzise Beobachtungen. Dieser ganze historische Kram, dass also Relikte aus diesen Vorstellungen bis heute lebendig geblieben sind und dass, wenn man von Heimat spricht, all diese Dinge auch heute noch eine Rolle spielen und dass der eigentliche Wandel erst dadurch eingetreten ist, dass man gesagt hat, Heimat hat sehr viel mit Lebensqualität zu tun, also mit der Realität, auch mit der wirtschaftlichen Realität. Und dass man sich auch als Heimatpfleger, wenn man sich so versteht, damit auseinandersetzen muss. Und das ist heute der Fall. Also Heimatpflege hat sehr viel mit Naturschutz zu tun, hat sehr viel mit Artenvielfalt und dergleichen zu tun. Und ich möchte auch noch sagen, was vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist in unserem Gespräch über Dialekte, was bei Frau Arras anklang, sehr deutlich anklang, die sprachliche Vielfalt ist ja nicht nur eine sprachliche Vielfalt innerhalb Deutschlands und innerhalb der deutschen Sprache, sondern man muss damit rechnen, dass wir heute also etwa 100 oder 120 oder 150
verschiedene Sprachen haben im Land, und zwar nicht nur bei einzelnen Personen, sondern zum Teil doch bei relativ großen Bevölkerungsteilen. Und ich denke, dass die ganze Dialektpflege und auch die Dialektforschung unbedingt diese Sprachenvielfalt einzubeziehen hat, dass sie also sehen muss, wie sieht das eigentlich aus bei jungen Türken, wie ist das heute, hilft das etwas, wenn gesagt wird, im Kindergarten wird Schwäbisch gesprochen. Darf man das überhaupt sagen, wenn also darunter eine große Zahl von Kindern sind, die auch nicht Deutsch sprechen, die Deutsch erst lernen müssen im Kindergarten? Also diese ganze Vielfalt, die ganze Komplexität, die muss, glaube ich, sehr stark in die Dialektforschung und in die Dialektpflege hereingenommen werden. Entschuldigung, ja, dass ich weiter gequatscht habe. Alles gut, Herr Bausinger. Vielen Dank auch für die präzisen Alltagsbeobachtungen in Sachen Heimat. Frau Arras, Sie haben zusammen mit Herrn Bausinger vor anderthalb oder zwei Jahren ein kleines, aber feines Buch geschrieben mit dem Titel Heimat. Und dann kommt die Frage, wohlgemerkt die Frage, kann die weg, Frau Landtagspräsidentin, kann die Heimat wirklich weg? Natürlich nicht. Wir haben diesen Titel ja bewusst so provokant ausgewählt, um eine Debatte auszulösen. Denn für mich persönlich, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, ist Heimat eigentlich mit positiven Emotionen verbunden. Heimat ist für mich Zugehörigkeitsgefühl. Gehöre ich dazu, fühle ich mich heimisch. Gehöre ich dazu zu einer Gesellschaft, dann engagiere ich mich auch in der Gesellschaft. Fühle ich mich als Teil des Ganzen, dann ist es mir nicht egal, was um mich herum ist. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir schauen, dass möglichst viele Menschen, die bei uns in dieser Gesellschaft leben, dass sie sich als zugehörig fühlen, dass sie sich als Teil des Ganzen verstehen, dass sie hier ihre Heimat verstehen und sehen. Dann ist es ihnen auch nicht egal, was um sie herum passiert. Deshalb kann die natürlich nicht weg, ist positiv. Aber natürlich kann man Heimat weder verordnen, noch kann man erwarten von Menschen, egal aus welchen Kultur- oder Religionskreisen jemand zu uns herkommt, dass die von einem Tag zum anderen hier heimisch werden und sagen, Deutschland ist meine Heimat beispielsweise. Das ist ein Prozess, das braucht seine Zeit. Und da wünsche ich mir schon, dass wir zum einen als Mehrheitsgesellschaft uns die Zeit nehmen und auch den Menschen, die zu uns kommen, ihnen die Zeit geben. Das braucht Jahre, bis jemand sich heimisch fühlt. Und da wünsche ich mir mehr Offenheit und mehr Gelassenheit auch im Umgang mit diesem Begriff. Aber insgesamt ein positiver, ein emotionaler Begriff, der auch eine Orientierung geben kann. Gelassenheit ist das schöne Stichwort, Frau Landtagspräsidentin. Und ich würde mich gern an Ministerpräsidenten Kretschmann wenden mit einer Frage. Gelassenheit im Umgang mit dem Begriff Heimat. Für viele Grüne ist Heimat eher ein belasteter Begriff, vielleicht sogar ein toxischer Begriff. Ich kann mich dunkel erinnern, als der Bundespräsident Steinmeier seine Rede hielt mit dem Thema Heimat. Vor drei Jahren etwa gab es eine Pressemeldung der Grünen Jugend, man solle den Begriff meiden. Wie gehen Sie denn mit dem Begriff um, mit der Heimat? Es steht ja immer so ein bisschen der Verdacht im Raum, wenn ein grüner Politiker sich um die Heimat kümmert, er wolle in konservativen Gefilden wildern. Ich würde mal sagen, das ist doch weitgehend vorbei. Natürlich, man muss sehen, der Heimatbegriff ist ja auch missbraucht worden. Und das sind jetzt eher so Attitüden, nicht, dass man halt irgendwie denkt, Heimat, das ist was von den, das ist Brauchtumspflege. Ja? Also irgendwas Überkommenes, was halt jetzt das grüne Milieu nicht macht. Aber das ist, glaube ich, längstens überwunden. Also das sehe ich einfach nicht mehr. Und diese Debatte um die Heimat bei den Grünen, das hat sehr, sehr früh begonnen. Also ich kann mich erinnern, dass schon in der Gründungsphase ich mit anderen zusammen dazu Essays verfasst haben und dass wir versucht haben, diesen Begriff
von seiner negativen Besetzung zu befreien. Nicht? Da muss man natürlich auch sehen, dass das Heimat natürlich schon auch reaktionär oft so eingekleidet war, nicht in der Geschichte, nicht in Wirklichkeit. Ich glaube, dass wir heute den Begriff im Plural verwenden, macht es deutlich. Also, wo ist da eigentlich meine Heimat? Erstmal ist es natürlich mit Sicherheit so, die Heimat empfinden wir doch sehr stark als Prägung unserer Kindheit. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja, also da, wo wir aufgewachsen sind in der Kindheit, das ist einfach eine Prägungsphase des Menschen. Und was da erlebt hat, und wir da eben geprägt wurde, das verbindet er, je älter er wird, natürlich auch mit der Zeit. Wenn ich an meine Mutter denke, wenn die jetzt von ihrer Heimat Ostpreußen erzählt hat, wenn man genau hingehört hat, hat sie in Wirklichkeit von ihrer Jugend erzählt. Aber wenn man genau hingehört hat, waren das alles Storys, wo sie halt jetzt noch getanzt hat und alles halt, was man als ältere Person in dieser Expressivität nicht mehr macht. Also das muss man sehen. Und da merkt man hat auch verschiedene Heimat. Natürlich, auch wenn ich in Spanien in eine Messe gehe, fühle ich mich beheimatet. Ja, sofort. Das ist also überhaupt kein Problem. Und der Dialekt ist natürlich immer das Transportable der Heimat, nicht? Wenn du den Klinsmann halt in Kalifornien triffst und der sagt, ich wohne noch bis daheim in Kalifornien. Ja, und so gibt es viele Dinge bis hin, ich fühle mich halt beim Kant mehr beheimatet wie bei den Utilitaristen. Nicht? Und die Deutschen sind nun mal davon geprägt, nicht? Darum sind wir ein Volk, das halt zum Fundamentalismus neigt und diesen Pragmatismus der Angelsachsen oft nicht so haben. Wir fühlen viel mehr Grundsatz. Streitereien. Man merkt also auch, wir haben auch geistige Heimaten. Oder ich merke, auf einmal höre ich wieder viel Jazz, was ich jahrzehntelang nicht gemacht habe, weil mich das in einer bestimmten Jugendphase geprägt hat. Nicht? Wogegen ich jetzt zu Pop und Rock gar nicht so den Zugang hatte, weil mich hat halt der Jazz in einer bestimmten Phase geprägt. Und man merkt einfach, das, was wir als Heimat empfinden, hat sehr, sehr viele Facetten und ist jetzt nicht nur ein reiner Ort, obwohl das sicher immer örtlich stark imprägniert ist. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt, in irgendwelche Orte in der Eifel gezogen wäre, oder sonst wo im rheinischen Schiefergebirge, hätte ich mich jetzt emotional mit der Natur, hätte ich sicher nie als meine Heimat empfunden. Und wenn ich in den Jura der Alp zurückkehre und das sehe, fühle ich mich an für sich schon daheim. Ja, Heimat ist eine ganz komplexe Geschichte. Vielen Dank für die offenen Worte auch. Frau Landtagspräsidentin, Sie sind Praktikerin in Sachen Heimat. Wir hatten es vorher schon erwähnt, Sie sind als Kind kurdischer Arbeitsmigranten Ende der 70er nach Baden-Württemberg, nach Silmingen auf den Fildern gekommen und mussten sich dort mit Ihrer Familie zusammen eine neue Heimat schaffen. Was war von Vorteil für Sie oder was war vielleicht auch hinderlich dabei? Ich glaube, das Entscheidende war, dass meine Eltern einfach unglaublich offen waren für diese neue deutsche Gesellschaft. Und zwar auch deshalb offen waren. Meine Mutter war Analphabetin, mein Vater hat einen mittleren Abschluss. Und meine Mutter war deshalb Analphabetin, weil sie als Mädchen einfach nicht in die Schule geschickt wurde. Und das war für sie ein Leben lang bis zu ihrem Tod ein Dorn im Auge. Und sie sagte uns immer, wenn ihr hier in diesem Land anständig und fleißig seid, dann bietet dieses fremde Land
euch viel mehr als uns unsere Heimat geboten hat. Und deshalb waren sie extrem offen. Das heißt, wir durften alles, was deutsche Kinder auch durften, weil sie das Ziel hatten, wir sollten in diesem Land studieren und später eine andere Perspektive, eine andere Option haben als sie selber. Und das hat sie getrieben. Und sie mussten sich, und davor habe ich wirklich größten Respekt für ihre Leistung, sie mussten sich unglaublich oft gegen Argumente, gegen Vorurteile aus der türkisch-kurdischen Community rechtfertigen, dass ihre Tochter zum Schwimmunterricht geht, dass ihre Tochter zum Tanzkurs geht, dass die Tochter bei den Deutschen übernachtet. Und gegen all diese Vorurteile haben sie gekämpft und haben gesagt, nein, das gehört dazu, sie müssen Deutsch können, sie müssen sich dieser Gesellschaft anpassen, weil sie nur dann im Bildungsbereich weiterkommen. Also die Offenheit meiner Eltern, aber auf der anderen Seite, vielleicht hat da auch der Dialekt geholfen, die Offenheit der Schwaben. Also wir wurden wirklich 1978, und ich kann das sagen, wir sahen völlig anders aus, wir haben uns anders gekleidet, wir kannten kein einziges Wort, weder Deutsch noch Schwäbisch, aber wir wurden wirklich mit offenen Armen aufgenommen. In der Klasse, bei den Nachbarn, bei anderen bekannten Freunden. Und ich sage eine Anekdote aus meiner ersten Schulstunde. Ich wurde eingeschult in die 5. Klasse einer Hauptschule. Nach der Anmeldung im Rektorat wurde ich in die Klasse geführt, wurde neben einem blonden Mädchen gesetzt mit wunderschönem Buschelkopf, stellte sich später als Annette heraus, und es war Mathe. Ich hatte natürlich kein Wort verstanden, aber habe die Aufgabe an meinem Platz gelöst. Annette hat gesehen, dass ich die Aufgabe gelöst hatte, und meine Lehrerin, die wohl gefragt hatte, wer die Aufgabe an der Tafel lösen kann. Ich habe natürlich kein Wort verstanden. Und Annette hebte einfach meinen Arm in die Höhe. Und innerhalb von wenigen Minuten meiner ersten Stunde in Deutschland, in der Schulstunde, stand ich an der Tafel und habe die Aufgabe gelöst. Und das zeigt, wenn man nicht danach schaut, was sind die Defizite dieser Menschen? Also ich kenne die Kultur nicht, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne die Rituale nicht, sondern es wurde darauf geschaut, was bringt sie mit. Und ich glaube, jeder von uns bringt unglaublich viele Potenziale mit, die man vielleicht rauskitzeln kann, die nicht sofort sichtbar sind. Und das ist das Entscheidende, also diese Offenheit von beiden Seiten, nur dann gelingt es. Und das ist keine Einbahnstraße, und da müssen sich beide aufeinander zubewegen. Und ich bin auch dieser Lehrerin unglaublich dankbar. In den Ende der 70er Jahre, da hat weder die Politik noch sonst irgendjemand von individueller Förderung gesprochen. Da hat diese junge Lehrerin, die Frau Sess, einfach individuelle Förderung gemacht. Und ich glaube, das hat einfach unglaublich viel erleichtert. Das war mein Weg, mein Einstieg in die deutsche Gesellschaft eigentlich. Ja, das ist eine schöne Geschichte, Frau Landtagspräsidentin. Und Sie sind natürlich ein Beispiel von vielen Millionen solcher Beispiele, Herr Ministerpräsident. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine große Erfolgsgeschichte dieses Landes Baden-Württemberg eben auch seine Fähigkeit ist, Menschen zu integrieren, Menschen aus aller Herren Länder Heimat zu geben in den unterschiedlichen Zuwanderungswellen, die wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir wissen auch, wir wollen es ja auch nicht zu rosa zeichnen, wir wissen auch, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in unserer Gesellschaft immer noch Nachteile erfahren, Diskriminierungen erfahren, sei es im Bildungsbereich, sei es bei der Arbeitsplatzsuche, sei es bei der Wohnungssuche, in vielen anderen Bereichen auch. Da hat doch die Politik noch einiges zu tun. Sicher. Ich glaube, entscheidend ist das, was die Landtagspräsidentin gesagt hat, es müssen sich eben beide aufeinander zubewegen. Ja, das ist schon Prozess der kommunizierenden Röhren. Aber sicher gibt es da viel zu tun. Das ist gar keine Frage. Aber wir machen auch schon viel. Aber das muss man natürlich sehen. Wir hatten ja solche Einwanderungswellen. Das ist
auch nicht so einfach. Das ist ja was anderes, als wenn du immer sozusagen jemand dazukommt. Nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, habe ich das im Wahlkampf erfahren, wenn du jetzt, sagen wir, in Mannheim Klassen hast, wo kein einziges Kind mehr drin hockt, das muttersprachlich Deutsch spricht. Ich meine, das ist mal nicht so einfach. Ja, nicht, das waren zum Beispiel jetzt in der Klasse sehr viele bulgarische Kinder, die da angelandet sind. Das sind schon auch sehr, sehr große Herausforderungen. Aber ich glaube, das Entscheidende hat die Landtagspräsidentin gesagt, gelingen kann das immer nur, wenn das beide Seiten machen, wenn wir die Chancen eröffnen, aber die sie auch hierher kommen, sie auch ergreifen. Ja, und das ist nicht etwas, das man nur von oben hinbekommen kann. Aber wir leben ja jetzt in Tendenzen, wo der Rechtspopulismus hochgekommen ist, also Tendenzen, die wirklich ausgrenzen und sich abschotten wollen gegen alles, was hereinkommt. Nicht insofern ist das eine große Herausforderung. Darum gehört neben Klimaschutz und ganzen Transformationsprozessen der Wirtschaft durch Digitalisierung, der Zusammenhalt der Gesellschaft, einfach zu einem dritten Schwerpunkt dieser Legislaturperiode. Also man sieht, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Wie schafft man Zusammenhalt, obwohl sich die Gesellschaft stärker pluralisieren, stärker individualisieren? Das ist eine große Herausforderung einer Gesellschaft, die einfach vielfältiger ist, das auch zu akzeptieren, aber auch zu wissen, man muss sich selber auch anstrengen. Ja? Und auch das gehört dazu, dass das jeder sieht. Also ich glaube, das ist in erster Linie einfach eine Frage der Haltung. Ja? Beispiel meine Eltern, die flüchten mussten aus Ostpreußen, die haben sich, also mein Vater war der Ansicht, das kriegen wir nie wieder. Und deswegen war die ganze, auch meine Mutter sowieso, das war eine sehr gesellige Person, deswegen gab es bei uns, sagen wir, nie einen Zweifel, dass wir uns hier beheimaten müssen, jetzt in Schwaben, nicht? Aber bei meiner Oma, meine Oma, das passt gerade in unser Thema, die hat gesagt, warum wird hier nicht Deutsch gesprochen? Und die hat sich einfach geweigert, die wollte die Schwaben gar nicht verstehen. Die hat sich einfach haltungsmäßig geweigert, weil sie immer gesagt hat, ich bin hier in Deutschland, die sprechen nicht Deutsch. Und die hatte bis zum Schluss, bis zu ihrem Tod, riesige Probleme und konnte sich deswegen nicht wirklich beheimaten. Nicht, weil ich ja Schwäbisch nicht weit weg vom Standarddeutsch, wenn man will, versteht man das sehr schnell. Ja, aber wenn man das nicht will, versteht man es natürlich nicht. Also das ist ein Beispiel dafür, dass die Gesellschaft, das hat ja die Muchterin sehr schön erklärt, nicht, wird man aufgenommen, sind die Leute offen gegen die da kommen, aber selber will man sich auch wirklich integrieren, nicht? Und das habe ich in der eigenen Familie erlebt, die Großmutter wollte das nicht und blieb sozusagen tatsächlich eine Fremde in Schwaben, und bei meinen Eltern und uns Kindern, das war mal überhaupt kein Problem. Ja, vielen Dank. Sie haben das Stichwort Zusammenhalt gegeben. Da kommen wir nachher noch mal kurz darauf zurück. Ich würde ganz gerne aber den Herrn Wicker noch mal mit reinholen ins Gespräch. Herr Wicker, es gibt neue Studien, unter anderem eine, die unser Heimatminister, unser Bundesheimatminister Horst Seehofer veranlasst hat, wie ich finde, aber eine sehr gute Studie, durchgeführt an der Jacobs University in Bremen von Wissenschaftlern dort. Und diese Studie besagt unter anderem, dass die Heimatverbundenheit in Baden-Württemberg besonders hoch ist, überdurchschnittlich hoch.
In kleinen Ländern, ganz vorne liegt das Saarland, ganz interessant. Baden-Württemberg liegt noch vor Bayern, auch das nicht uninteressant. Aber Herr Wicker, wie würden Sie denn erklären, dass diese Heimatverbundenheit in Baden-Württemberg doch so deutlich ausgeprägt ist? Ja gut, also ich finde das auf jeden Fall mal einen erfreulichen Tatbestand, dass das so ist. Und das mag vielleicht auch mit eben den guten Rahmenbedingungen, der guten wirtschaftlichen Lage Baden-Württembergs zusammenhängen, dass man sich auch nie Gedanken darüber machen muss, ziehe ich irgendwo anders hin. Ich meine, es gibt ja norddeutsche Wirtschaftsflüchtlinge, die hierher nach Baden-Württemberg kommen. Also die haben vielleicht die gleiche Liebe zu ihrem Land, aber weil sie dort beruflich keine so großen, so tollen Perspektiven haben wie bei uns, kommen sie da eventuell zu uns. Also ich fühle mich in Baden-Württemberg auch sehr wohl und deswegen kann ich das gut verstehen, ohne dass ich die Studie kenne, dass das entsprechende Ergebnis herauskommt. In dem Zusammenhang, also ich habe ja 5,5 Jahre in Dresden gelebt und habe mir schon die Frage gestellt, also wenn ich jetzt von 1991 bis 1997, wäre ich jetzt nicht wieder zurückgekommen, wo wäre dann meine Heimat? Ich habe mich auch in Dresden wohlgefühlt, so war es jetzt nicht und ich war nicht vom Heimweh getrieben und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich nicht mehr zurückkomme. Aber ich glaube schon, dass ich sage, ich meine gefühlte Heimat immer hier in Baden-Württemberg oder auf der Schwäbischen Alb, Ebingen, gehabt hätte, aber dass ich natürlich dort auch dann im Laufe der Zeit, du hast dann dort deine Freunde, du hast dort deine Familie, ein Heimatgefühl entwickelt hätte. Und noch eine letzte Bemerkung, weil mir liegt ja vor allem am Dialekt, wenn ich da nochmal darauf zurückkommen kann. Ich habe mal in meiner Zeit als Chef der Staatskanzlei 30 chinesische Germanistikprofessoren dort empfangen, und habe dann mehr im Spaß gesagt, vor kurzem hätte ich den Förderverein Schwäbischer Dialekt gegründet. Und dann hat der Doyen, dieser Germanistikprofessor aus China, der ist dann in seiner Erwiderung sehr ernsthaft darauf eingegangen, wie wichtig der Dialekt sei. Und hat das, was jetzt auch hier in der Diskussion schon kam, gesagt, wenn man sozusagen, in China gibt es eigentlich noch viel mehr Dialekte wie bei uns und die unterscheiden sich auch viel stärker. Aber hat gesagt, wenn man dort sozusagen, wenn man zweisprachig aufwächst, dann lernt man auch eine dritte Sprache noch viel einfacher. Und deswegen auch, wenn wir unsere Veranstaltungen machen vom Förderverein, dann pflege ich immer zu sagen, ich würde einem jungen Menschen in Baden-Württemberg empfehlen, dass er Schriftdeutsch kann oder Standarddeutsch oder wie auch immer und dass er Englisch kann. Aber ich würde ihm auch empfehlen und eben wünschen, dass er auch Schwäbisch kann. Und wenn wir untereinander uns unterhalten, uns dann dieser Sprache bedienen. Ja, Herr Kretschmann, Sie haben vorher selber das Stichwort Zusammenhalt genannt und vielleicht hat dieses relativ hohe Maß an Heimatverbundenheit in Baden-Württemberg, das hat ja auch was mit Wohlbefinden zu tun und es hat auch was mit Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun. Es gibt eine Allensbach-Umfrage, die ist 2-3 Jahre alt und da wurden die Leute gefragt, wodurch sie denn ihre Heimat am meisten bedroht sehen. Und damals haben die meisten Leute nicht gesagt, zum Beispiel durch Zuwanderung, sondern sie haben gesagt, sie sehen ihre Heimat bedroht durch den Verlust von Einzelhandelsgeschäften, durch die Auflösung dörflicher oder kleinstädtischer Strukturen. Also auch das, da gibt es für die Politik doch sicherlich auch noch einiges zu tun. Oder andersrum gesagt, wie stark müssen wir aufpassen, dass uns ländliche Regionen nicht erodieren oder abgehängt werden? Ich glaube, man muss aber mal ein bisschen aufpassen, auch wer aus der Stadt kommt, wird sich beheimatet in der Stadt fühlen. Also Heimat schon immer nur mit ländlichen Räumen zu konnotieren, ist, glaube ich, schon ein Fehlschluss. Ja? Auch in der Stadt bin ich beheimatet, oft in dem Quartier, in dem ich aufgewachsen bin. Ich glaube, das ist ein Problem des Wandels. Wenn der Wandel so dramatisch schnell ist, wie er bei uns ist, wir erleben das jetzt nicht, zum Beispiel der Onlinehandel, nicht? Der setzt einfach die Geschäfte unter Druck. Da verändern sich in kurzer Zeit Innenstädte relativ dramatisch, nicht? Also das ist eine ganz große Herausforderung. Was bleibt im Wandel? Was gibt Stabilität im Wandel? Was gibt Sicherheit im Wandel? Das sind große Fragen, nicht? Da sprechen wir eben über Werte und anderes mehr. Und es ist aber auch wichtig, dass
nicht, dass wir auch an alles Qualitätsmaßstäbe anlegen. Nicht? Also erinnern wir uns mal an die Architektur der 50er, 60er Jahre, wo wirklich Betonklötze irgendwo reingehauen wurde in eine Kleinstadt. Nicht? Das sind dann Sachen ohne ästhetischen Anspruch. Das beleidigt dann die Leute und dann haben sie das Gefühl, da geht jetzt ein Stück Heimat verloren. Nicht? Wenn ich was Neues mache, das ästhetisch ansprechend ist, ja, dann ist das was ganz anderes. Denn akzeptiert man auch das Neue. Nicht, wenn es nicht wie eine Walze über das Alte geht und alles wegfegt. Ja, nicht, also das ist schon auch wichtig, in welcher Form und mit welcher Geschwindigkeit findet dieser Wandel statt. Das gilt natürlich für vieles. Nicht? Und man darf auch nicht vergessen, auch der Planet ist unsere Heimat. Und sozusagen der Klimawandel, ich meine, das bedroht einfach unsere Heimat, jetzt nicht nur global, sondern dass sich da auch Vegetation verändert und vieles andere nicht. Wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun, werden wir die Wälder, wie wir sie seit Jahrhunderten inzwischen kennen, wird es nicht mehr geben. Das muss man sich mal vorstellen bei der Liebe der Deutschen zum Wald, wie der in der Romantik besungen wird. Wenn ich nur an das wunderbare Lied vom Eichendorf denke, wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben, vertont von Mendelssohn Bartholdy, ich Jägers Abschied. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Das sind alles Facetten, die mit zur Heimat gehört, dass da auch was an Stabilität ist. Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, ich wäre jetzt ausgewandert mit 30 und komme dann mit 80 zurück und da ist gar kein Wald mehr da. Ja? Ich würde gar nicht mehr erkennen, dass ich nach Hause gekommen bin. Also ich will einfach nochmal sagen, das hat sehr, sehr viele Facetten, nicht? Und Wandel und Fortschritt und Bewahren. Das ist immer ein komplexes und herausforderndes Gefüge, dass es immer so macht, dass Menschen sich beheimaten. Aber ich denke, das will ich zum Schluss sagen, also dort, wo ich herkomme von der Alp, habe ich schon noch im kollektiven Gedächtnis, wie viele Menschen auswandern mussten, weil die Heimat sie nicht mehr ernährt hat. Ja? Weil Armut herrschte und vieles andere mehr. Also auch das muss man immer sehen, wo es mir nicht gut geht, werde ich mich schlecht beheimatet fühlen. Also nicht das hat der Herr Wigger ja richtig gesagt, Wohlstand, im Wohlstand zu leben, dass ich mein Auskommen habe, ein Dach über dem Kopf, das sind ganz triviale Dinge, ohne die ich mich nicht beheimatet fühlen kann. Ja, Frau Landtagspräsidentin, wenn unsere Gesellschaft immer heterogener wird und sich vielleicht auch durch, der Ministerpräsident hat es angesprochen, rechtspopulistische Tendenzen und vieles andere auch immer stärker polarisiert, was kann denn die Basis unseres Zusammenhalts sein in dieser Gesellschaft? Und dieser Zusammenhalt halt hat viel mit Heimat zu tun, mit Heimatempfinden. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir einfach uns darauf besinnen, was sind denn die Werte unserer Gesellschaft? Wo ist das Fundament, was uns alle zusammenhält? Und für mich ist es ganz klar, sind es die Werte des Grundgesetzes. Das ist sozusagen für mich jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt die Hausordnung unserer Gesellschaft. Nach diesen Regeln haben wir uns zu richten. Aber innerhalb dieser Regeln sind ja ganz vielfältige Lebensstile möglich. Also ich kann sagen, ich bin sehr religiös, gehe jeden Sonntag in die Kirche. Der andere kann sagen, ich gehe in die Moschee. Der andere kann sagen, ich gehe in die Synagoge. Und ein anderer kann sagen, ich bin Atheistin und glaube an gar nichts. Und ich glaube, entscheidend ist, dass wir uns dieses Wertefundamentes besinnen, dass wir hier sagen, hier haben wir uns unterzuordnen, einzuordnen. Und
darum muss es gehen. Also das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite finde ich, trotz aller Herausforderungen, die haben wir, die will ich auch gar nicht relativieren. Aber auf der anderen Seite leben wir glücklicherweise in einem Land, in Deutschland sowieso, aber in Baden-Württemberg noch mal stärker, wo Menschen sich für andere, für die Gemeinschaft, für das Gemeinwesen einsetzen. Also immerhin engagieren sich über 50% der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger in irgendeiner Gemeinde, Feuerwehr, Kirche, in ihrem Wohnquartier, Vereine und so weiter. Also dieses Ehrenamt, ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist unglaublich wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und ich finde, das ist in der Pandemie noch mal deutlich geworden. Dort in dieser Zeit war ja das Gebot der Stunde Abstand, soziale Distanz. Und wir haben gemerkt, wie Strukturen auch zusammenbrechen können. Aber wir haben jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie, merken wir auch, was uns nicht nur als Gesellschaft, als Gemeinschaft, Gemeinwesen gestärkt hat, sondern jeder Einzelne von uns, wir sind doch richtig hungrig danach, sich wieder in sozialen Milieus, im Quartier, im Verein, im Konzert, sonst irgendwo zu treffen. Und ich glaube, das ist die Stärke und das müssen wir fordern und fördern. Ich glaube, die Politik, Sie haben es ja anfangs angesprochen, was kann die Politik machen, wenn Sie haben gesagt, wenn Geschäfte quasi schließen, Einzelhandel oder sonst irgendwas. Warum haben Menschen dadurch Heimatverlustgefühle? Und Herr Ministerpräsident hat natürlich recht, das ist ja nicht nur im ländlichen Raum, das ist in der Stadt genauso, wenn dort der Bäcker, die Metzgerei, der Buchhandel zumacht in den Wohnquartieren oder in Stadtbezirk. Das geht deshalb, diese Orte sind doch mehr als nur, ich gehe zum Einkaufen. Diese Orte sind doch oft Orte, wo Menschen sich begegnen, wo man ein Schwätzchen hält, wo man sich austauscht, wo man sich trifft. Und deshalb ist es ganz wichtig. Und ich glaube, auch das ist eine Lehre aus der Pandemie, die wir ziehen müssen und ziehen werden. Und da haben sich auch einzelne Fraktionen im Parlament schon positioniert, dass wir natürlich den öffentlichen Raum, also diese Begegnungsmöglichkeiten schaffen, fördern müssen. Also es geht nicht nur um die Dorfgaststätte, die wichtig ist, sondern es geht auch in den Innenstädten, damit die nicht veröden. Wie nutzen wir das so, dass Menschen zusammenkommen, dass der öffentliche Raum, der ja jetzt so wichtig geworden ist, gerade auch in der Pandemie, Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen wohnen, die haben viel weniger Austausch. Die brauchen ja den öffentlichen Raum und der öffentliche Raum muss eben so ästhetisch so gestaltet werden kann, dass man zum einen sich gerne trifft, dass es aber auch schön ist, dass man sich gerne aufhält, sei es mit entsprechend Bäume, Grün, Natur, Sitzmöglichkeiten, andere Möglichkeiten. Ich glaube, da hat die Politik noch einiges zu tun. Also ich will ein letzter Satz dazu. Trotz aller Herausforderungen und die Pandemie ist eine unglaubliche Herausforderung neben dem Klimaschutz, bin ich froh, dass der Zusammenhalt noch stark ist und wir müssen als Politik schauen, dass wir Ehrenamt, dass wir diese Strukturen fördern, unterstützen, damit wir sie weiterhin erhalten. Denn wenn das wegbrechen würde, das können wir mit keinem Geld der Welt ersetzen, was Menschen aus innerer Überzeugung, aus Leidenschaft, aus Humanität, aus Solidarität, aus religiösen Gründen für das Gemeinwesen tun. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja, vielen Dank. Ich würde gern zum Ende des Gespräches unser Gespräch Revue passieren lassen, und zwar in Form einer Frage an jeden und jede von Ihnen und dann auch zum Abschluss kommen. Ich würde ganz gern anfangen mit Herrn Klausmann. Wir haben im Gespräch auch angefangen mit dem Thema Dialekt, Herr Klausmann. Was leistet der Dialekt als Integrationsinstrument? Oh, da haben wir schon die Antworten bekommen von Landtagspräsidentin Aras, auch von Herrn Ministerpräsident Kretschmann. Der Dialekt kann eben diese Integration leisten. Er kann das leisten. Und wir haben auch viele Interviews gehabt bei uns am Ludwig-Uhland-Institut in den Seminaren, wo auch die Personen, die wir interviewt haben, gesagt haben, ja, für uns war der Dialekt wichtig, um in diesem Ort, in dieser Gesellschaft anzukommen. Das gilt
für alle Kulturen, für alle Nationen, die hergekommen sind. Auch mein griechischer Nachbar zum Beispiel in Ellwangen, der konnte wunderbar Schwäbisch. Und weil er eben schon in der zweiten Generation da in Ellwangen gearbeitet hat, im Umfeld Dialekt gesprochen worden ist. Also er kann. Und das geht sogar bis dahin, dass man auch im Dialekt spielen kann. Letzte Woche hat mir eine Frau in Fellbach erzählt, dass dort eine Klassenkameradin den Dialekt benutzt hat, weil, also auch mit Migrationshintergrund, sie hat ihn auch benutzt, um dann eben gegenüber den Eltern eine Geheimsprache zu haben. Also das war dann doch eine sehr nette kleine Anekdote. Aber sie hat eben Schwäbisch gelernt dort und sie hat es sehr gut gekonnt und sie hatte eben dann auch diese Möglichkeit, in der Klasse dabei zu sein. Also der Dialekt kann da wirklich sehr viel leisten und auch nochmal zum Wort Heimat zu kommen. Für viele Personen, die wir interviewt haben am Institut, ist eben der Dialekt, die hängen Dialekt und Heimat zusammen, aber auch das, was wir gehört haben, mehrfach schon eben, es gibt verschiedene Heimate und es gibt eben Heimat auch ohne Dialekt. Also das darf man nicht vergessen. Aber für diejenigen, die noch Dialekt sprechen, ist es ein wesentliches Element. Ja, vielen Dank, Herr Wicker. Was bedeutet für Sie denn Heimat, wenn Sie es kurz zusammenfassen könnten? Ja, also dort, wo ich verstanden werde, nicht nur bezüglich des Dialekts, sondern insgesamt, und dort, wo ich mich einfach wohlfühle und wo meine Freunde und wo meine Familie ist. Ja, das ist kurz und knapp und präzise. Vielen Dank dafür, Herr Bausinger. Sie haben sich viele, viele Jahre, ja Jahrzehnte mit dem Thema Heimat beschäftigt. Verändert sich denn das eigene Verständnis von Heimat, wenn man älter wird? Ja, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und wenn man sehr alt wird, wird es sehr viel deutlicher noch. Also ich erlebe es jetzt, dass ich eben in engeren Kreisen lebe. Ich habe auch nicht unbedingt die Sehnsucht, nach Thailand zu fliegen, sondern ich bin hier und muss hier sein, dank meiner körperlichen Verfassung. Und da wird natürlich die eigene Umgebung wichtiger, als sie vorher noch gewesen ist. Das ist eine sehr deutliche Änderung. Und ein zweites möchte ich hinzufügen. Wenn wir davon reden, dass jemand an einer Gewohnheit hängt, dann ist es meistens kritisch gemeint, dass jemand also nicht wegkommt. Von irgendeiner meistens falschen Gewohnheit. Aber in Wirklichkeit ist Gewohnheit, ich möchte sagen, ein Strukturelement der Person. Und das erlebt man im Alter sehr stark. Man ist gewissermaßen auf Gewohnheit, auf das Gewohnte, das einen umgibt, sehr viel stärker angewiesen, als das früher der Fall war. Ja, vielen Dank. Das sind interessante Aspekte nochmal zum Thema Heimat. Herr Ministerpräsident, Sie haben es vorher schon selber erwähnt. Heimat gibt es seit ein paar Jahren im Duden, auch im Plural. Haben Sie mehrere Heimaten? Ich habe es ja schon gesagt. Ich bin als Katholik beheimatet in einem katholischen Gottesdienst. Ich bin in der Musik beheimatet, wenn ich die Komponisten höre, die mir gefallen. Ich bin beheimatet, wenn ich den hellen Jura sehe. Aber ich bin natürlich beheimatet, wenn ich meine Lieben treffe, meine Verwandten. Das ist wichtig, nicht? Ohne meine Lieblingsphilosophin Hannah Arendt wäre ich halt auch ein bisschen heimatlos, nicht? Wenn ich die jetzt irgendwie verlieren würde, was man aber Gott sei Dank nicht kann. Also daran sieht man diese ganz unterschiedlichen Aspekte, die man hat. Aber auch die Grünen sind zum Beispiel meine Heimat, die habe ich mitbegründet, obwohl ich mich auch oft an ihnen reibe. Auch das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Die Heimat kann auch eng werden, man kann auch mal genug von ihr haben, nicht, und will dann weg, auch mal in die Anonymität oder sowas. Das merkt man zum Beispiel als Politiker, wo man in seiner eigenen Partei beheimatet ist, dass die einem aber auch manchmal ganz schön auf den Zeiger gehen kann.
Auch das kann Heimat sein, Enge und Engstirnigkeit. Frau Landtagspräsidentin, in den Medien wird immer wieder mal kolportiert, Sie seien die anatolische Schwäbin. Ist das Ausgrenzung oder Lob für Sie? Ich fasse das als eindeutigen Lob aus für mich, denn beides stimmt. Ich komme aus Anatolien und ich bin Schwäbin. Ich stehe zu beidem. Das sind meine Wurzeln und ich muss mich nicht verstecken. Daher Lob und ich stehe zu beiden Begriffen. Sehr schön. Das ist ein schöner Abschluss. Meine Damen und Herren, liebe Gesprächspartner, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese lebendige und offene Gesprächsrunde, für die offenen Worte auch unserer beiden Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen, Herr Ministerpräsident Kretschmann, Frau Landtagspräsidentin Arras. Herzlichen Dank an Herrn Wicker, Herrn Professor Klausmann und natürlich an Herrn Professor Bausinger. Und ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bleiben Sie dem Dialekt, bleiben Sie der Heimat. Und bleiben Sie bitte auch dem Fach Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen gewogen. Ich glaube, ich darf im Namen von uns allen nochmals ganz herzlich zum 50. Geburtstag gratulieren. Stellvertretend für das ganze Team am Institut, vielleicht Herrn Direktor Professor Reinhard Johler. Herzlichen Glückwunsch also und Ihnen allen alles Gute. Auf Wiedersehen. Ade.